den Holger Müller, Schlagzeuger der Egerländer Musikanten. Ja, hallo, mein Name ist Katharina Brahe und ich bin die Sängerin der Egerländer Musikanten. Ich bin der Ernst Hutter. Ich darf den ganzen Laden hier leiten. Ich bin der Dirigent und spiele mit. Die Egerländer haben immer Gesang dabei gehabt, von Anfang an. Nicht immer eine Sängerin. Es haben auch schon zwei Herren früher zusammen gesungen. Das war der Ernst Mosch selber und der Herr Bummer. Aber es war schon ganz früh auch schon immer eine Sängerin dabei. Sehr geschätzte Kolleginnen wie die Barbara Rosen und dann die Helga Reichel. Das waren meine Vorgängerinnen. Jetzt habe ich eben so ein bisschen gehört vom Soundcheck. Und ich dachte, das wäre jetzt so richtig tief böhmische Blasmusik. Aber das klingt ganz schön modern und das klingt auch, finde ich, sehr nach Big Band. Wie würdet ihr euren Sound im Jahre 2015 beschreiben? Für alle Traditionen, für alle Generationen, wirklich für jeden etwas dabei. Und das ist, glaube ich, auch das Erfolgsrezept, was Ernst Hutter perfekt bei uns in die Tat umsetzen. Natürlich haben Sie jetzt eben auch den Soundcheck gehört. Da haben wir nicht alle Stücke gespielt. Selbstverständlich haben wir auch unsere traditionellen Egerländer Stücke im Repertoire. Die brauchen wir auch beim Soundcheck nicht zu proben. Die haben ja schon hunderte Mal, tausende Mal so gespielt. Aber die gehören einfach zu euch dazu. Die gehören natürlich dazu. Das ist unsere Identität, würde ich sagen. Und das erwartet auch das Publikum, vermute ich. Das Publikum erwartet es, aber das Publikum erwartet auch das, was der Holger gerade eben auch beschrieben hat, dass die Egerländer sich in die Zukunft orientieren. Das Modernste ist mit Sicherheit unser Song für Generationen, der auf der aktuellen CD auch erschienen ist. Auch die Egerländer sind im Jahre 2015 natürlich angekommen und ganz aktuell. Unsere Musik verbindet die Generationen. Diesen Sound lieben Menschen wie du und ich. Die Liebe zur Musik überwindet die Grenzen. Und alle, alt oder jung, sind in Freude vereint. So ungefähr klingt es dann. Ja. Und vor wenigen Sekunden haben sie angefangen zu spielen. Und das wollen wir doch nochmal mitnehmen. Die Egerländer Musikanten Ernst Hutter und die Egerländer. Und da wollen wir nochmal rüberschalten zum Schlossplatz nach Stuttgart. Da hören wir im Hintergrund schon die Band, die Kapelle, wie sie spielt. Und rufen Ute Weber, unsere Reporterin. Ute. Ja, jetzt ist nochmal ein Schuss lauter geworden. Ich hoffe, du verstehst mich gut, Holger. Sie haben vor einer Minute angefangen zu spielen. Wir hatten nämlich eine Verspätung von 20 Minuten und dann haben wir einfach die Pause gekürzt und haben weitergemacht. Und jetzt stehen sie endlich auf der Bühne. Die Original-Egerländer, auf die hier viele, viele SWR4-Hörer natürlich gewartet haben. Weil das ist natürlich die traditionelle Musik, auf die man sich wirklich freut, wenn man Blasmusik mag. Und das als Abschluss nochmal 40 Minuten ist, glaube ich, wirklich ein Traum für viele, viele SWR4-Musikhörer. Und wir haben natürlich auch viele Menschen da, die selber Blasmusik machen. Zum Beispiel die Schönis sind da und auch noch zwei, drei andere Gruppen, die sich auch beworben haben bei dem Blechduell und die auch mitmachen werden. Auch die sind extra angereist heute nach Stuttgart zum Schlossplatz, weil sie sagen, sowas können wir uns nicht entgehen lassen. Wenn Sie morgen auch wieder, was wir hoffen wollen, SWR4 Baden-Württemberg hören, dann freuen wir uns auf Sie und Sie können sich freuen, denn Sie gehören auch noch mal eine ganze Zusammenfassung von heute Abend bei uns im Programm. Und ich glaube, Holger, morgen moderiert auch Michael Panik. Das passt gut, denn der steht ja auch heute auf der Bühne. Dann wünschen wir weiterhin viel Spaß auf dem Schlossplatz. Man merkt schon, es ist richtig laut da jetzt geworden. Es ist richtig laut und ich habe das Mikrofon ganz nah am Mund, damit du mich auch gut verstehst. Jetzt steht Michael noch auf der Bühne, aber das ändert sich. Morgen früh ist er dann wieder im Funkhaus. Und da haben wir natürlich den richtigen Moderator, denn der hat den ganzen Abend ja live mitbekommen. Und kann uns dann aus erster Hand erzählen, nochmal, wie es gewesen ist. Dankeschön, Ute. Für diese Eindrücke vom Auftakt zum SWR4 Blechduell mit den großen drei. Es geht natürlich weiter, das Ganze. Das Blechduell ist ja jetzt nicht zu Ende. Es geht ja jetzt erst richtig los. Ab dem 12. Juni dann die Vorentscheide, die regionalen. Und dann wird's richtig spannend. Wer wird sich da durchsetzen? Ich glaube, dass die